Willkommen zu Separate Ways. Das DLC zu Resident Evil 4, dem Remake, ist draußen und wir spielen Ada Wong. Ich habe Resident Evil 4 Remake hier komplett let's played. Ich habe damals auch das Original sehr oft durchgespielt und war auch von dem Remake sehr begeistert. So begeistert, dass ich es viermal nochmal durchgespielt habe, um mir den unendlichen Raketenwerfer zu holen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Ich bin gerade live. Meine Community sagt euch Hallo. Deswegen kommt gern vorbei auf www.twitch.tv/glute-live. Und ich bin äußerst gehypt, denn wir werden heute Wesker sehen. Und ich bin ein absolutes Wesker-Fangirl, muss ich ja sagen. Auch damals in Code Veronica-Zeiten, von dem anscheinend auch ein Remake schon in der Produktion ist, fand ich ihn sehr, sehr cool. Und deswegen freue ich mich heute, dass wir ihn sehen werden. Und natürlich auch sehen werden, was hat Ada eigentlich die ganze Zeit gemacht, während Leon versucht hat, Ashley zu retten. Das sehen wir jetzt. Ich habe mega Lust und lehnt euch zurück, entspannt euch und wir gehen rein. Ah, stimmt, wir hatten ja mit ihm voll viel zu tun, ne? Stimmt, da war ja was. Der Louis. Oh. Ich bin verstört. Der nächste Tanz gehört wohl mir. Wahrscheinlich entkommt er jetzt, ne? Man doch keinen Tanz. Oh, girl. Die richtigen, hoffe ich. Perfektes Timing, Ada. Du weißt, ich lass mich nicht gern bedrängen. Die Musik. Und ja. Genau richtig. Diese Mönche haben mir mein gesamtes Zeug abgenommen. Auch den Bernstein? Nein. Der ist an einem sicheren Ort versteckt. Leon eifert sich in der Ecke hoch. Mit Vergnügen. Ich liebe ihre Stimme. Okay, komm. Geil. Mir nach. So, lasst uns einmal klupschen, ob das noch ein bisschen heller geht. Vielleicht. Für das kleine... Oh, ich bin schon extrem hell. Ja. Wie weit ist das? Ist ein Stück. Aber dort ist er sicher. Licht? Vergiss nicht. Kein Bernstein, kein Deal. Ich weiß, ich weiß. Was wollt ihr mit dem Ding überhaupt? Das wüsste ich auch gern. Mal gucken, ob wir noch irgendwas... Ich muss sagen, Remakes haben sie halt echt drauf. Ne? Da kann man nichts anderes sagen. Okay, das heißt, er ist ja... was hat er nochmal mit dem T-Virus zu tun? Ich habe nämlich letztens auf Englisch Gamesünden angeschaut. Da meinten sie, er ist eigentlich viel zu jung, um einer zu sein, der irgendwie mit dem T-Virus zu tun hat oder den irgendwie entwickelt hat. Oder was war er nochmal genau? Okay, dann gehen wir weiter. Ich muss manchmal den Sound ein bisschen für euch leiser machen, weil er ist immer im Gameplay relativ leise und wenn sie reden auch und dann kommen Soundeffekte, dann knallt es euch die Ohren weg.
Hello, Boy. Kann ich gar nicht offizieren. Das ist das Erste, was wir alle probieren, sind wir doch ehrlich. Hier geht's nicht lang, wir sind also verschüttet. Okay. Dann let's go. Matadlo. Os vamos a aniquilar. Sie suchen nach uns, das ging schnell. Aber wir umgehen sie, okay? Alles klar. Ach, wir sind jetzt schon hier, wie witzig. In der Halle. Und hoch mit dir. Und hoch mit mir. Oh nein, bitte nicht direkt am Anfang schon einen Bossfight. Hol den Bernstein. Wir treffen uns später. Nein! Sorry, aber ich lass doch eine Lady nicht allein. Au! Triff mich bei der Kirche. Lass es kein Begräbnis werden. Nein, ich hab doch gerade erst angefangen. Oh mein Gott, was? Ach, du schießt selber. Holy shit. Wie unmenschlich möchtest du sein? Ada, ja. Holy shit, der ist so... Nee, der ist nicht so schnell. Klappt. Nicht schlecht. Aber das wird nicht reichen. Oh nein. Oh nein, was? Was? Moment! Ich bin doch gerade erst gekommen! That's what she said! Lauf! Oh Gott, Hilfe! Shit, ich bin ja jetzt schon am Arsch. Was ist denn los mit dir? Muss ich irgendwelche Kronleuchter runterschießen vielleicht? Kann das sein? Nee, ich glaube, ich denke wieder zu kompliziert, oder? Okay, ich denke wieder zu kompliziert. Oh shit. Oh, ich halluziniere jetzt. Oh shit, okay, ich muss den richtigen finden. Bild ich mir das ein? Ich muss den richtigen finden. Ah, aber wie? Aber wie? Habe ich kein Messer? Ah, doch. Ah, lasst mich! Lasst mich! Lasst mich! Ah, das sind ja überall welche! Um Gottes Willen, Entschuldigung. Okay, muss ich jetzt alle abknallen? Oder, ah, da hinten ist er doch, oder? Oder entdecken, kommen da jetzt mal wieder neue? Oder? Ich will jetzt eigentlich nicht... Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Ich habe doch gerade erst angefangen. Ich bin gerade im richtigen Film. Wie erkenne ich den echten? Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Der steht doch drum rum. Nee, der ist schon mal nicht. Ich habe, glaube ich, gerade den echten schon getroffen, ne? Der da. Nee. Nee, auch nicht. Shit. Der? Oh mein Gott, das ist blöd. Wahrscheinlich die, die sich auch nicht porten können, ne? Das sind ja die Gegner vom Settler, da heißt der doch, oder? Da ist er. Das ist doch 100 Pro. Die Augen sind rot, okay. Also an den roten Augen erkennt man's. Hab dich. Yes. Das ist doch der Diener vom Settler. Wir haben uns doch schon gefragt, warum man den nicht besiegen konnte. Wisst ihr das noch, wo man dann dem Rücken geschossen hat, als er Ashley entführt hat? Puh, ey, holy moly, so Stress. Und komm ja nicht wieder. Nee, wirklich nicht. Okay, jetzt muss ich mich erstmal erholen, das ist ja ein Hohn. Ich habe übrigens voll die lustigen Videos gesehen, auch zum Thema Leon. Ich musste richtig lachen. Und zwar gab es so eine Compilation, so einen Zusammenschnitt, wo du gesehen hast, wie Leon vom Charakter her, da bin ich auch über eure Meinung gespannt in den Kommentaren, wie Leon vom Charakter her im ersten Teil von Resident Evil 4 war, also das Original. Der war ja richtig hart mit den Sprüchen. Der hat ja jede Frau angegraben. Der war noch trockener vom Humor. Der hat Ashley, als sie quasi von oben runtergesprungen ist, gesagt, ich wusste, wenn du auf deinem Arsch landest, dass du dir nicht wehtust. Also das komplette Gegenteil von dem Leon im neuen Remake. Ich finde beide cool. Ich muss halt teilweise richtig lachen, weil der alte Leon halt teilweise so ein Badass war einfach. Richtig in your face. Ich guck mal, ob ich das Video finde, dann verlinke ich es euch in der Beschreibung. Und jetzt ist er halt schon irgendwie so ein ruhigerer, der halt irgendwie Frauen so ein bisschen vorsichtiger angeht.
Und am Ende der Szene vom Originalteil von Resident Evil 4 fragt ja Ashley Leon, ob er ein bisschen Overtime mit ihm machen möchte. Also ist ja klar, was sie meint. Und er sagt nein, weil er denkt nur noch an eine Frau und das ist die Ada, dass die noch am Herzen liegt. Und auch im Resident Evil 4 Remake ist es eigentlich eher so, dass die Ashley ja einfach nur sagt, hey, wenn du willst, kannst du ja bei mir arbeiten. Also jetzt nicht irgendwie so flirty sexuell gemeint. Und er sagt auch, er ist auch von der Ada viel distanzierter tatsächlich. Das fand ich eine sehr interessante Entwicklung. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Sorry fürs Labern, aber das musste mal sein. So. Zentrale, Wesker, wann kommst du endlich? Luis hat den Bernstein versteckt. Er geht ihn jetzt holen. Zentrale, hört ihr mich? Ich höre dich. Oh, Wesker, ich will dich auch hören. Also? Ja. Wir hatten hier ein paar Schwierigkeiten. Die Stimme. Und? Wie lautet die Lösung? Luis ist bereits auf dem Weg zur Kirche. Ich überwache sein Signal. Sehr gut. Dann verschwinde von dort. Good boy! Okay. Ich boah, gib mir auch ein paar Kommandos über. Gehe mir einen Übersicht verschaffen. Ui, was hab ich denn da für eine fesche Linse? Das will ich auch haben. Smash, aber ich smash sofort. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag immer die Arschlöcher, aber nun spielen. Ich stehe immer auf die Bösen. Auch bei Dragon Ball war es immer Vegeta. Bei Digimon waren es auch immer die Bösen. Bei Devil May Cry, Virgil, Wesker, ich glaube, ich habe ein Problem. Die Männer, die ich nie im echten Leben daten würde, weil ich weiß, sie tun mir nicht gut, für die darf ich simpen in der virtuellen Welt, weil ich viel Abstand zu ihnen habe. Okay, da ist schon mal einer. Kann ich die jetzt irgendwie scannen? Mein Freund, scannen. Ah, hier ist irgendwas, oder? Da. Mhm. Was da wohl ist? Wieso kommt sie genau da auf? Voll die geile Linse. Ich will auch so eine Linse. Was gibt? Das ist quasi die Burg, in der wir hier später diese ganzen Katapulte zerstören. Nettes Spielzeug. Diese Passage. Und ein gefährliches dazu. Ja, oh, hat die auch so eine tolle Stimme. Ich würde gerne mit denen allen telefonieren zum Einschlafen. Okay, okay, okay. Da hinten ist auch noch was. Okay, da muss ich hin. Mhm. Oh, oh. Du hast die Ausrüstung. Ja. Entschuldigung. Hol ihn und bring ihn zu mir. Keine Umwege. Ja, Senpai. Verstanden. Aber ein bisschen Sightseeing wird doch erlaubt sein. Okay. Okay, das bedeutet das jetzt, ich muss hier vorsichtig durchstieken. Ja, auf jeden Fall. Da die Frage, ne? Wenn jetzt einer mich besieht, dann rasten ja alle aus. Der dreht sich aber gerade eh weg. Da oben ist aber auch irgendwo einer. Da auch. Aber ich kann die alle von hinten weg machen. Zack! So. Gar nicht wehgetan. Es ist eine Entspannungsmassage. Oh Gott, wie geil. Die machen jetzt auch wieder alle die Geräusche, die sie so auch immer gemacht haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, boy, 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 bleib stehen. Ja, 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 ja. Okay, oben ist einer, so wie gerade angezeigt. Ave Maria, tschüss. Okay, wo sind die hier überall? Das sind ja überall. Ich versuche es mal so durchzukommen, weil ich hasse es, Munition zu verbrauchen bei sowas. Also ganz vorsichtig. Hier ist doch auch noch irgendwo einer gestanden. Der steht eh nur die ganze Zeit. Ich weiß aber nicht, ob mich dann hier oben jemand sieht. Gloria las plagas. Genau, komm schon mal her. Mach mal auch ganz schnell die gute Nacht Melatoninspritze. Sehr schön, alles gut. Nicht stöhnen, nicht stöhnen. Okay, so, die Kisten, kann ich die kaputt machen? Nee, okay. Alles gut. Die Musik ist sehr entspannt. Wir haben alles nicht im Griff. Kommst du jetzt bitte nicht in meine Richtung? Gorilla, 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 Gorilla. Gorilla. Auch ganz entspannt. Ich bin echt so ein bisschen eher die Sneakerin, ne? So, kann ich die Kiste kaputt machen oder hört es jemand? Oh, da finde ich auch wieder den coolen Verkäufer. Oh. Okay.
Hier ist schon mal niemand. Hier oben auch nicht. Nope. Oh ja, Schmuck. Hey, ich war auch im Vierer so ein Sucht. Ich habe alles gesammelt und geschmückt und mir tolle Sachen gekauft. Ich hätte gern mein altes Inventar von Leon und hätte mir einen unendlichen Raketenwerfer. Okay, Leute, alles ist in bester Ordnung. Ich habe alles unter Kontrolle. So, Vorsicht. So, was ist hier? Schießpulver. Yes, sehr gut. Also, wo muss ich nochmal hin? Da hinten ja nicht. Aber da ist auch noch einer. Den könnte ich halt auch voll easy von hinten wegsnacken. Und der hat halt vielleicht auch was ganz Tolles. Und ich glaube, ich muss ihn wegsnacken, weil wenn ich jetzt nachher runtergehe, dann sieht der mich und schreit und sagt Alarm. Der steht da, oder? Warum sind die eigentlich alle überhaupt dann nochmal da? Weil Ada bringt die jetzt eigentlich alle um. Oh, jetzt bewegt er sich auch noch, der Sack. Ganz gut, ganz gut. Bleib bitte stehen, wo du bist. Oh Gott, das war so dumm. Ja, ganz ruhig, mein Freund. Schlaf schön. So, sehr gut. Gibt es hier auch so blaue Medaillen zum Zerschießen? Genau, das kommt auch wieder auf YouTube. Meine süßen Mäuschen. Okay, hier konnte ich doch irgendwo runter. Da sind überall noch Leute. Da unten ist auch noch einer. Es sind ganz schön viele. Was hat er gesagt? Ich will fressen? Ich auch. Ich habe voll Hunger. Okay, dann hier konnte ich eigentlich hoch. Nee, ich muss... Genau, hier kann ich runtergehen. Deswegen gut, dass wir den oben gekillt haben. Der hat uns nämlich gesehen. So, let's go. Ich finde es cool, dass die Musik so ein bisschen agentig ist, weil wir sie jetzt spielen. Genau, hier kann ich runter. Genau, dann hätte er uns nämlich gesehen. Das ist halt die Frage, ob uns hier irgendjemand sieht. Upp. Also ich muss ehrlich sagen, das Outfit ist halt auch in High Heels auf Mission gehen. Dann, wenn du das dann schaffst, dann kann dir niemand mehr was im Leben tun. Oh, sind viele. Oh, hallo. Hallo, was haben wir denn? Okay, ich möchte aber eigentlich nicht kämpfen. Okay, das sind bitte die Dinger. Die muss man... Wahrscheinlich... Ja, ich glaube, das war klar. Ja, die werden jetzt... Oh nein. Oh nein. Ja, dafür habe ich auch die Waffe bekommen, ne? Ich muss die Katapulte ausschalten. Oh nein, ich muss die Katapulte ausschalten? Oh Gott. Es war so klar. Deswegen habe ich nämlich auch die Ding bekommen, ne? Die Waffe jetzt gerade. Hey, du lebst noch? Girl. Ah ja. Oh, Seilangriff. Wie ging denn... Oh, wie ging denn der Seilangriff? Oh, kann ich den nicht einfach runtermessern? Hau ab. Oh, shit. Also, wenn ihr hier alle hochkommt, habe ich da ehrlich gesagt nichts dagegen. Oh, die kommen auch hier runter. Ja, shit. Das ist nicht so geil. Hau ab. Hau ab. Jetzt. Hiya! Geil. Okay, die schmeißt die auch gleich nochmal runter, mein Freund. Yes! Bam! Bang, bang. Into you. Bang, bang. Oh, ey, die kommen jetzt ja unendlich oft, oder? Da ist ja schon wieder jemand. Ach, geil, das hat mir meine Linse angezeigt. Ja, nice. Boah, ich bin ja richtig hier... Gangster hier. Oh je. Oh, 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 oh. Vorsicht, ich will rein. Lass mich 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 rein. Okay. Weg. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Bitte. Danke. Okay, so. Ich muss jetzt die Dinge ausschalten, ne? Ich würde aber gerne nochmal runtergehen, weil ich bin ein Loot-Geier und da war Loot. Denn Loot tut gut. Da kommt schon wieder einer. Komm, jetzt unendlich. Jetzt hau ab. Kommen unendlich, oder? Nee, ich glaube, danach ist Schluss. Egal, ihr gebt mir Geld, das ist gut. Shit. So, der letzte jetzt hoffentlich mal hier. Tschüss. Ich bin ein Geier. I need this. So, ich bin ein Geier und muss hier nochmal runter, weil ich muss alles einsammeln. Seid ihr eigentlich auch immer Team, Ich renn weiter oder Team, ich muss alles einsammeln. Ach, da ist ja noch jemand. Ja, guten Morgen. Hast du gut geschlafen?
Komm, bleib direkt liegen. Es macht keinen Sinn. Please. Danke. So, da ist wieder einer. Oh, hier oben. Ah. Das ist geil. Okay, so, ich muss also die Dinger hier ausschalten. Mache ich das denn hiermit? Ah ja, schau mal einer an. So, dann machen wir erstmal Bang Bang into your room. Bang Bang all over me. Ist hier noch einer? Da hinten, oder? Da will doch noch jemand aufs Maul haben. Sehr schön. Und da hinten will auch noch jemand aufs Maul haben. Da. Aber die Katapulte... Die Katapulte habe ich doch jetzt zerstört. Aber wahrscheinlich nur die, die Leon nachher nicht effekten. Leon hat wahrscheinlich nachher noch mit den anderen Katapulten zu tun. Das heißt, die haben zweimal ihre Burg komplett stürmen lassen. Auch sehr frustrierend. Oh shit, wie viel kommen denn da jetzt? Reicht's aber langsam mal. Haben die hier irgendeine Granate? Habe ich eine Granate in meinem Inventar? Inventar? Oh doch. It's time to make a change. Ach, wie schön. Auf einmal ist es so leise. Ey, Leute, jetzt reicht's aber langsam mal, ne? Ich sag es euch. Bam! Könnt ihr bitte weggehen? Ich renne jetzt mal, ne? Ich glaube, das wird mir gerade ein bisschen too much. Wie komme ich denn hier weiter? Hilfe, ich komme hier nicht mehr raus. Das nehme ich aber mit. Bitte gehen Sie. Halten Sie Abstand. Halt, stopp. Ey, sag mal, Kollege, was ist denn los mit dir? Bist du ein bisschen gefeuert? Nein, nicht schucken. Bam! Ganz schön brutal. So. Sehr schön. Ja, mit mir legt sich keiner an. Ich glaube, wir haben gut aufgeräumt. Jetzt kann ich ganz in Ruhe nämlich gucken, wo ich lang muss. So spiele ich am liebsten. Ich glaube, hier hinten hat sich was aufgesprengt. Oder habe ich die Möglichkeit wahrscheinlich... Ach, ich muss wahrscheinlich auch nach oben gucken. Team Geier. Ach, sehr gut. Kann ich nicht irgendwo mich hier auch hoch... Ich glaube, ich muss immer nach oben gucken, weil ich mich ja auch teilweise... hochbewegen kann. Ja, genau. Ich muss wahrscheinlich darauf achten, wo hier diese Fähnchen hängen, weil ich da hoch kann. Hier ist ja, glaube ich, nichts mehr. Dann gehen wir da mal hoch. Habt ihr noch irgendwo Fähnchen? Habt ihr noch irgendwo Fähnchen gesehen? Ich glaube, fast ist da unten noch irgendwo. Ach, da geht's weiter. Ah, Sisi. Sisi. Plopp. Plopp. Aha. Warte mal, gibt's hier noch was zu looten? Natürlich eine Blendi. So, das ist voll cool, dass wir hier diese Distanzen zurücklegen können. Da unten ist auch eine Kiste. Nicht zu voreilig sein, Leute. Ein Rubin. Geil. Bam! Das ist cool. Oh yeah. Oh ja, ich will endlich den What Are You Boyin haben. What are you saying? Oh, 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 Leute. Oh, oh mein Gott. Oh, was? Oh mein Gott, was? Okay, erstmal mich hier rum kümmern, weil das nervt extrem, wenn hier einer rumfeuert. So. Was ist hier los? Was ist hier los? Erstmal dahin, weil das nervt. So, beruhigt euch mal alle. Wo ist der Typ? Ich sehe überhaupt nichts. Wo ist denn der Katapulttyp? Ah, da oben. Oh, oh. Oh, oh, das war schlecht. Oh, 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 oh. Yes. Okay, wo ist hier noch jemand? Hat jemand noch einen Oh, jetzt rote Fässer. Geil. Okay, da noch. Hier noch. Da direkt auf rote Fass. Bam. Rotes Fass hier noch irgendwo. Hier hinten. Und bam. Und hier noch. Ah! Ah. Nehm's nicht persönlich. Doch. Ist ruhig, oder? Oh, geil. Oh je, Periodenschmerzen fühle ich. Ich krieg meine auch gerade wieder. Ich merke das dann immer schon. Bei mir tut sich das sofort durch ein komisches Bauchgefühl ankündigen und ich weiß so, okay. Bei mir ist tatsächlich auch so, das habe ich nur manchmal, dass ich vor meiner Periode, so ein, zwei Tage davor, so voll die Verstimmung auch habe. Also ich bin da so richtig schlecht drauf und alles ist doof. Meine lieben Gnus im Chat flirten wieder mit dem Bot. So, und bam. Fast geschafft. So cool, wie schnell wir uns jetzt auch bewegen. Ne?
Yes. Und der ist auch wieder da. Der ist quasi so unser an dem Arschkleber. In jeder Folge gibt es ein Monster, das klebt dir am Arsch und das ist unser Arschkleber. Mhm. Ich bin auf der Polaris. Ihr könnt mich treffen. Ja. Wir gucken auch jetzt, ob wir das... Also auch hier müsstet ihr wieder rechtzeitig kommen, weil auf der Gamescom war es so, ich habe zwar alle drangenommen, die sich angestellt haben, aber wir mussten natürlich irgendwann sagen, jetzt nicht mehr anstellen und da sind halt auch viele wieder nicht drangekommen. Deswegen, also von mir aus, ich würde mich für euch auch 20 Stunden hinstellen. Ich soll ihm den Bernstein liefern. Ich darf halt nur nicht. Offenbar kein ungefährliches Objekt. Welche Gräueltaten werden in seinem Namen begangen werden? Und wer wird den Preis zahlen? Denn irgendjemand muss immer bezahlen. Es ist besser, keine Fragen zu stellen. Sie macht einfach nur ihre Mission, ne? Das wusste ich. Hatte es akzeptiert. Bis jene Nacht in Raccoon City. Alles veränderte. Oh, weil sie Leon getroffen hat? Da gab es ja den ersten Kuss zwischen Ada und Leon. Separate ways. Geil. Bin draußen und gehe jetzt Richtung Kirche. Bei den Los Illuminados herrscht zunehmend Unruhe. Bleib wachsam. Okay, Ende. Bis zur Kirche dürfte es nicht allzu weit sein. Ich kenne die Maps so gut, weil ich hier schon so oft war. Aber von der Seite, und das ist voll interessant, kenne ich sie nicht, weil das genau da ist. Ich war immer auf der Map und habe mich gefragt, hä, wie kommt man da hoch? Da ist doch was. Das war schon für sie. Also wir kommen jetzt gleich auch in den Bereich, da sind wir mit Leon. Und da sieht man, man kann eigentlich hoch, weil das ist ein Gegner. Aber jetzt weiß ich warum, weil es war für sie bestimmt. Witzig. Okay. Ein Küchenmesser. Na? Jemand Lust auf Schinken? In Resident Evil geht es generell overall darum, dass es einen Virus gibt, der Menschen zu Zombies macht und wir müssen ihn teilweise aufhalten und es gibt immer die Bösen, die den Virus halt haben wollen und damit die Macht zu missbrauchen. Wie mit allem im Leben. Wie sich alle aufregen hier. Die arme Frau. Die so süß steht. So. Ich glaube in so einer Welt. Und es war auch voll interessant, da gibt es doch auch im Originalteil von Resident Evil 4 gibt es doch die Frau, die doch diesen Spaten im Gesicht hat, die an die Wand gesteckt worden ist. Im Originalteil sagt er nämlich, hier sieht man quasi, was die Frauen, was die Männer von Frauenrechten halten. Das haben sie, glaube ich, auch im Remake abgeändert. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich höre doch irgendeine Bombe, oder nicht? Oh shit, das muss ich schnell machen. Okay. In Kraut. Ich sollte mal ein bisschen meinen Koffer organisieren hier. So. Erstmal machen wir Kraut Mischi Mischi. Mischi Mischi Mischi. Yay. Plop. Dann machen wir einmal Zubehör. Das machen wir dann hier dran. Die Maschinenpistole, ich bin nicht so der Fan davon irgendwie. Was kann ich davon herstellen? Gewehrmunition immer doch. Vielleicht nochmal. Nee, MP ist für mich irgendwie wurscht. Vielleicht noch Munition, normale Pistols. Yes. Und ansonsten ist alles in bester Ordnung, würde ich sagen. Oh. Ähnlich wie die Last of Us. Ja, nur dass bei The Last of Us ja ein Pilz verantwortlich war und hier ist der Virus durch Menschenhand entstanden. Ein Fungi. Oh nein, das war dumm. Oh shit. Mein Nahkampf-Skill löst das. Ich wäre jetzt eigentlich am schlausten, wenn ich hier hochgehe. Ach, kann ich gar nicht mehr. Oh shit, ich dachte, ich kann hier hoch. Kann ich nicht mehr hoch? Nein, wie gemein, weil ich wollte jetzt da oben die einfach alle abkämpfen. Oh no. Nein, bitte tu es nicht. Bro, don't do it! Don't do it! Okay, hat doch bestimmt keiner mitbekommen hier, oder? Den Stress. Was ist denn das für ein Geräusch? Oh nein.
No way. Ich. Oh, 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 da hat's bisschen. Oh, okay, okay, okay. Kommt her. Ja, kommt her, ihr Sackdecke. Ist mir alles komplett egal. Vor allem für dich hier. Bam! So. Oh shit. Das ist der Büffelman. Der Büffelman. Der Büffelman. Der Büffelman kommt. Ah! Oh, das war die Bombe. Oh, das ist genial. Okay, kommt alle her. Kommt her. Kommt her, kommt her, kommt her. Ja. Komm, komm, komm. Bam, in your face, Mann. Ha, du Lappen. So. Wie die da oben runterfliegen. Könnt gerne Clips machen, wenn was Lustiges entsteht, ne? Immer klippen, 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 klippen. Ja, das Ziel von Leon war es im Prinzip eigentlich, nur die Präsidententochter zu befreien. Denn die wollten sie mit diesem Las Plagas, dem Virus, mit dem die quasi dieser Settler kontrollieren kann, infizieren, damit sie quasi die ganze Welt infiziert. Wobei ich mir denke, das Leichteste, was man machen könnte, wäre einfach Reiseinfluencer zu infizieren. Die kommen eh überall rum. Und der Leon muss quasi die Ashley retten. Und unser Ziel ist diesen Bernstein, den die Parasiten leben, diese Las Plagas, dass wir den quasi bergen. Und der Auftraggeber ist Resker von der Code Veronica Corporation. Nicht Code Veronica, von der Umbrella Corporation. Umbrella. Falls ich irgendwas Falsches gesagt habe, korrigieren Sie mich gerne, meine lieben Freunde. Genau, Las Plagas, der Parasit. Ich loote hier alles, weil ich bin ein Geier. Es macht mir ja so Spaß. Okay, was gibt's hier noch so? Ist hier oben noch irgendwas? Under my umbrella. Na, ich guck mal nach oben, ob ich hier irgendwo hochsliden kann. Aber ich glaube, ich muss da lang. Entschuldigung, wo die herkamen. Ich höre noch irgendjemand reden. Hallo an alle, ihr kleinen Stinkies. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Oh, oh, holy. Hey, Kollege, ey. Ja, was ist mit dir? Ganz schön unwachsam. Oh. Ah, oh, meine erste Faust. Ich habe meine erste Faust kassiert. Kommt so ein Typ und haut euch einfach mit der Faust in die in mein K-Pop-Face. Gelbes Couch. Oh, ich kann ja wieder irgendwo hoch. Kann ich nicht hier auch hoch? Nee. Muss ich da hoch? Das ist alles so easy. Bam! Hui! Oh ja, ruft mich an. Oh, Resker, mit Bild sogar. Hier geht's so wie auf dem Rummel. Was könnte der Grund sein, weshalb wir so nervös sind? Okay, jetzt redet er ein bisschen arg, wie so ein Vampire. Ich kenne den Bericht. Sollte kein Problem sein. Jetzt redet er mir ein bisschen zu sexy. Kennt ihr das, wenn Menschen wissen, sie haben eine geile Stimme und dann übertreiben sie so ein bisschen? Oh, ein Rabi. Oh, Raben geben doch ganz viel Geld. Oh, es tut mir so leid, dass ich deinen süßen Körper geschossen habe. Aber du gibst mir Geld. Das würde ich nie im echten Leben tun. In Spielen kann ich das tun, was ich nie machen würde. Siehe GTA. Oh mein Gott, es tut mir leid, ich habe so eine erotische Stimme. Und deswegen gehe ich jetzt noch einen Ton tiefer und still noch ein bisschen mehr, Girl. Jetzt muss er aufpassen, dass er nicht unglaubwürdig wird. Jetzt nimmt sie mir langsam den Vibe weg. Oder ich bin einfach zu alt mittlerweile. Ah. Ihr habt mich überhaupt nicht gesehen. Ich sehe mich ja nicht mal selber. Ich weiß nicht mehr. Ach, hier ist eine Tür. Ich mach die ganz vorsichtig auf. Ich hab seine Stimme nicht gehört. Sorry, ich muss dich dann. Der hat durch meinen Controller geredet. Meinen vibrierenden Controller, weil er hat in dem Moment auch vibriert. Deswegen ist das einfach nur eine Tatsache. Das heißt, ich heb ihn euch nachher mal ans Mikro. Die streiten sich da unten. Ah, ich bin jetzt in der Kirche. Ah. Oh.
Ich finde es cool, dass man jetzt auch... Ah, es ist nicht hier, wo wir uns verteidigen. In dem Haus, was später abbrennt. Wo wir Ashley verstecken. Es ist so dunkel. Ich glaube, das ist es. Oh. Es gibt da so eine Möglichkeit. Den hier aufzuspießen. Flop! Gar nichts passiert. Ja, ja. Ah, okay, wir sind also wirklich hier. Das Haus fackelt nämlich... Beziehungsweise fackelt nicht ab, aber wir retten uns dann. Ich hätte so gern Licht. Oder geht's ja hoch? Das ist halt die Frage. Soll ich durchs Fenster laut preschen? Ich höre doch ein Schwein, oder? Oh, es reizt mich so, diese verdammten Kisten. Oh, ich würde so gerne. Und ich tue es jetzt einfach. Oh, das war so gut. War wie so ein Furz, der raus muss. Ein guter Furz. Ah, da ist ja mein Freund. Guck mal, für dich noch auch. Oh, ich glaube, es trifft mich aber auch. One, two, three, back! Ah. Guck mal, der wäre nochmal aufgestanden. Der Sack. Burn! Der wäre nochmal aufgestanden. Da. Ihhh, ist das eklig. Oh. Oh, was? Oh, was? 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 Um Gottes Willen. Wo? 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 Ach, da hinten. Oh Gott, der schreckt mich doch nicht so. Ich musste gerade die Eingeweide deines Freundes begutachten. Das sind ein paar Bandwürmer. Kennt ihr diese ekelhaften TikToks, wo diesen Bären immer so riesige Bandwürmer aus dem Popo hängen? Furchtbar einfach nur. Entschuldigung, das muss ich euch einfach erzählen. So, ach, es macht so Spaß zu looten. Loot, 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 loot. Yes. Echt interessant, man spielt eigentlich von ihr fast das Spiel so ein bisschen von hinten nach vorne. Oh, das ist ein Schweini. Ist hier noch irgendwo lang? Bitte keine Falle jetzt. Oh, das ist... Ach, guck mal, wie das läuft. Das läuft richtig gangstermäßig. Süß. Oh, süß. Guck mal, das hat einfach so no problems. No hard feelings. Oh yeah, die Weinkanne. Die Weinkanne braucht einen Smaragd in sich drin. So, Edelstein einsetzen. Bep. Und Bep. Wann sehe ich denn endlich mal meinen... Oh, ich werde es nicht töten. Ich weiß, die wollen das alle, dass ich es tue, aber ich tue es nicht. Weil ich glaube, die bringen nichts. Bringen die mir irgendwie Edelsteine oder so? Dann würde ich es mir nochmal überlegen. Guck, hier kommt dann später Leon durch. Oh, Leon. Oh, hier geht's nicht zur Kirche. Nö, hier aber. Und da vorne ist einer. Eine sogar. Oh shit, da kommen sie jetzt alle, ne? Kann ich nicht irgendwie... Holy, was haben die denn für Beine? Die fallen doch einfach komplett runter. Gibt es hier noch irgendwie eine Möglichkeit? Nee, okay. Ich bin jetzt gleich im Dorf. Ja, super. Nochmal schnell betäuben. So, jetzt habe ich aber kein Messer mehr, ne? Das ist blöd. Ich hätte gern wieder eins. Ich mit dem Küchenmesser schon. So, ich brauche keine Schlüssel sammeln. Ich kann einfach überall hoch. Das ist cool. Nice. Richtig nice. Bacon. Leon. Warum bin ich nicht überrascht? Juckt gar nicht. Dass du für Ablenkung sorgst.
Dann muss ich mir wohl einen anderen Weg zur Kirche suchen. Sie sind so gefühllos. Wenn man bedenkt, dass Leon sich ja auf sie eingelassen hat, um ihr zu helfen. Und ich weiß bis heute nicht, ob Ada ihn wirklich mag, ne? Weil wenn man mal bedenkt, es war ja so bei dem zweiten Teil, dass ja Ada uns ja quasi voll benutzt hat und hat uns dann auch geküsst und am Ende hat sie ja dann gesagt, gib mir jetzt den Virus oder ich erschieße dich und dann wollte er nichts geben und dann wurde sie ja angeschossen von der Entwicklerin des Virus oder T-Virus, dieses mit die Professorin und dann ist sie ja fast runtergefallen, Leon hält sie fest, hat sie losgelassen. Man dachte ja, sie sei tot. Jetzt sieht sie ihn 8 Jahre später und reagiert so. Die haben alle so gar keine Gefühle. Das wird mich voll fertig machen. Ja, sehr gut. Tritt ihn. Wir haben jetzt leider... Ach, wir haben noch ein Messer. Gut, 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 gut. So. Die heißt Ada. Wrong. Ada. Und es ist nice, wie wir einfach durchsliden können. Oh, verdammt. Oh, stürzt ein. Weil es gab noch... Ich brauche einen Rahmen, der bringt mir Geld. So, jetzt gibt's aber richtig hier auf den Sack. So. Oh, Moment, das Tagebuch. Tagebuch einer Dorfbewohnerin. Heute war zum ersten Mal seit langem die Kirchenglocke zu hören. Ihr Läuten ist der Ruf unseres Herrn. Das ganze Dorf versammelte sich vor der Kirche, um dem Klang zu lauschen. Unser Herr war liebevoll wie eh und je. Wir nähern uns einander an und unsere Gedanken werden eins. Er sagte uns sogar, dass die Wunder, die wir hier erschaffen, mit ihrer Pracht schon bald die Welt erfüllen werden. Welch Weisheit, welch Barmherzigkeit. Die Güte Lord Sadlers wird uns mit dem Heilmittel gegen diesen Wahnsinn segnen. Ich kann es kaum erwarten, bis die Glocke wieder läutet. Und die wird gleich läuten bei Leon, nämlich. Kann ich nochmal zurück oder muss ich jetzt... Oh, doch, da gibt's doch... Ach, guckt mal, da gibt es nämlich doch die Ding... Die, kann ich die hier irgendwo sehen? Nee, ne? So, hier sind jetzt also diese Zeichen. Die muss ich also irgendwo sehen. Und dann komme ich hier rein. Wir haben einmal das hier. Und dann müssen wir wahrscheinlich die anderen jetzt suchen, indem wir hier hochgehen. Da ist noch eins. Bra, sei ruhig. Da hinten ist auch noch ein blauer Crystal. Ey, wie viele Schüsse willst du brauchen? Da ist auch noch einer. I can see it. So. Nein, keine Sorge, Leute. Ich lade es ja eh hoch, direkt morgen. Die blauen Medaillons muss ich alle finden. Machen wir. Gar kein Problem. So, und hier ist auch wieder ein Zeichen. Und zwar ist es jetzt... Gott. Könnt ihr euch das merken für mich? Das hier? Das hier. Ein Mädchen mit Zöpfen. So würde ich es mir jetzt merken. Wo hat es noch blaue Anhängerchen? Seht ihr noch irgendwo was? Kann man hier natürlich alles sehr gut verstecken, muss ich sagen. Also, was haben wir denn jetzt alles? Wir haben einmal das mit den Zöpfchen, das Symbol und das hier. Also einmal das. Das ist halt die Frage, in welcher Reihenfolge drücke ich die denn jetzt? Also wir haben einmal das hier und das. Okay, ich musste die einfach nicht drücken. Ich glaube, die Reihenfolge war egal. Wenn nicht, dann habe ich wieder knusches Glück. So. Dankeschön. Pjong! Pjong! Bam. Da wären wir. Die Kirche. Nice. Ey, ich bin so flink und schnell. Das ist ja wie, als wenn du cheatest. Das ist ja richtig nice. Die regen sich schon wieder auf. Über was denn? Da hinten ist schon wieder einer. Ne? Ist da irgendwo eine Hütte? Wo ist die Hütte? Hier. Oh shit. Das ist jetzt aber unglücklich. Oh, shit, ich sag. Nur wegen dir! Ich geh jetzt hier rein. Boah.
du dumme Nuss. Ganz schön gut. Ganz schön gut getroffen. Kommt doch, ich habe keine Angst. Boah, die hat richtig Bock. Uiuiuiuiui, ekelhaft. Und klack. Ooh, girl. So, voll der Haufen hier. So ein richtiger Haufen hier. Alle abgekämmt. Sauber. So muss das. Gibt's hier noch irgendwas? Der Rabe ist jetzt auch schon längst weg, oder? Ah, hier ist noch was. Wir müssen noch aufpassen, dass hier nicht irgendwo Bomben sind. Und hier nicht irgendwo exploded. Aber treffe ich dann nicht gleich die Ashley? Weil die müsste jetzt ja theoretisch noch oben drin sein. Oder haben sie noch gar nicht in die Kirche gebracht? Das wäre jetzt halt cool. No, danke Leute, seid süß. Danke für die lieben Worte. Oh, ich habe so einen Muskelkater im Bein, das ist furchtbar. Ich sehe nicht. Der Bernstein. Oben ist Ashley. Hier schreibt Caro, spielt mir gezeigt, was es heißt, bisexuell zu sein. Genau, vielleicht gehen wir hoch. Da ist Ashley. Vielleicht sehe ich die ja. Klingt, als bräuchte er Hilfe. Ach, sie läutet die Glocke. Ach, wie geil. Lass ihn den Bingo-Spruch sagen. Tenemos que servir. Dann hat sie uns eigentlich da schon gerettet, weil das hätten wir nie geschafft, das ganze Dorf auszulöschen. Keine Sorge, Leon. Das erste Mal ist umsonst. Ja, wie lustig. Wie cool. Lass mich nicht warten, Luis. Oh, Luis. Dass sie das aber auch wusste, dass das der Effekt ist, ne? Und dass sie dann... Aber gut, wir haben es ja gelesen, deswegen war der Zettel ja da. Deswegen war der Zettel da. Kein gutes Zeichen. Das ist doch Menders Gebiet. Er hat ein Haus dort. Da könnte ich mich mal umsehen. Mach das. Vielleicht kann ich von hier noch was rausfinden. Ich wusste, der macht Ärger. Okay. Kraut, Kraut, Kraut. Ich glaube, mein Inventar wird langsam voll. Wann kommt denn der Verkäufer endlich mal? Where's my boy? Hier stellen wir noch ein bisschen her. Hier auch noch so ein bisschen. Ja. Gewehr, Munition. Jetzt haben wir echt langsam ein bisschen viel hier. Ja, damit kann ich leben. Die Blendies hebe ich mir auf für die dummen Gegner, die ihr Gesicht dann quasi so rausschwobbeln. Die sind immer sehr nervig. Muss ich jetzt in die Kirche rein? Weil hier gab es ja auch noch was. Gehen die Türen alle nicht auf? Doch. Da müsste ich doch jetzt eigentlich auch die Sache mit Ashley finden. Was ist der Plan? Das interessiert mich alles gar nicht, weil sie hat ja ein ganz anderes Ziel. Sie will nur zum Bernstein da. Und dazu sagt sie, glaube ich, nichts. Steht da irgendwas drauf? Ah ja, steht da was drauf. Sperrt sie bis zur vereinbarten Zeit in die Kirche ein, genau. Deswegen ist Leon hier. Ja. Jetzt weiß sie erst, auf welcher Mission Leon ist.
ist ja schon mal für sie praktisch, weil sie ja weiß, dass er jetzt im Prinzip nichts wegmacht. Nö, ich mag den Controller-Sound so. Oh, jetzt hören wir Ashley. Komme ich da nicht irgendwie hoch? Was ist der jetzt echt heulen? Oder kann ich hier irgendwo rein? Ich muss hier irgendwas machen, oder? Kann ich mich hier nicht irgendwo festsaugen? Oder war das jetzt nur da, damit ich höre, dass Ashley hier oben ist? Also man konnte das tatsächlich nur hoch, um Ashley weinen zu hören. Es gibt bis jetzt noch... Oh. Hi, meine Freunde, wie sie hier hochschleichen. Stimmt, die kommen ja jetzt alle, ne? Oh je, oh je, oh je. Alle einfach nur geslasht. Er sagt, thank God. Die Brille? Hä, wofür so brauche ich die Brille? Ach, die gehen jetzt alle zur Kirche. Die kann ich jetzt alle komplett ignorieren. So, hier reingehen bringt ja nichts. Außer ich verstecke mich hier. Ich glaube, da kommen jetzt unendlich viele. Genau, verstecke ich mich hier mal. Was machen die dann? Chillen die dann einfach davor wahrscheinlich? Oder gehen sie rein? Sie können ja nicht rein. Das heißt, die werden wahrscheinlich alle davor chillen. Hey, Kollege, nicht bescheißen hier, ne? Sind doch 100 Pro noch welche entgegen, oder? Oh, die Seile wabbeln so komisch. Oh, da ist der Händler, wie geil. Finally, my best friend. Hey, Fremde, was kann ich dir anbieten? Alles. Niemand wundert sich, dein Geschäft. Warum dieser Typ hier ist. Tja, und interessante Ware. Geil. Na dann, unser erstes Geschäft. Ich bin sicher, es wird ein unvergessliches Ereignis. Hat er eigentlich nicht die Stimme von dem Verkäufer von Resident Evil... The Village? Willkommen. Ich hab was Neues für dich. Wie wär's? Lass mal gucken. Punisher. Das ist, was ich derzeit habe. Der hat eine krasse Angriffsfähigkeit. Ist aber kein Platz mehr. Erste-Hilfe-Spray. Boah. Raketenwerfer. Süß, die Talismane. Reparieren, auf jeden Fall. So gut wie neu. Ich würde sonst einfach mal meine Waffen, die ich habe, pimpen, oder? Also das nicht, die würde ich wegtun, aber die hat aber auch gar Deine nicht so Waffen eine... Waffen sind bei mir in guten Händen. Gute Keine Angriffskraft. Sorge. Ich glaube, dann würde ich die jetzt gar nicht pimpen, sondern würde mir die hier fast kaufen, weil die hat ja voll die hohe Angriffskraft. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremde? Könnte dir das Leben retten? Würde ich fast sagen. Halt, bis ich die hochpimp. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können. Verkauf jetzt erstmal. Ein hervorragender Deal. Danke. Die Brille, ja. Ach, die kann ich verkaufen. Ein hervorragender Deal. Ich okay, hoffe, du beirrst mich bald mal wieder, Fremde. Zu meiner... Die Fremde. ist hier nicht irgendwo auch immer so eine Truhe? Warum tust du dir nicht was Gutes? Hat sie nicht irgendwo auch... Sonst tue ich das mal ein bisschen sortieren. Und nehme das einfach mal. Körper sortieren, der Klassiker. Kann ich auch noch ein bisschen was erstellen? Ist halt ein Gewehr, ne? Shotgun ist halt geiler. Gewehren spiele ich nicht so gern. Aber obwohl, komm, wir tunen mal
Das Gewehr. Aber habe ich denn überhaupt noch? Ja, da habe ich auch noch genug. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Für die habe ich dann noch. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Machen wir hier die Angriffskraft höher. Hier, wie du es haben wolltest. Und machen wir hier die Angriffskraft höher. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Probier mal, ob's passt. So, reicht das mal. Angenehme Reise. Danke, mein Freund. Sonst habe ich hier alles speichern. Oh. Spiel speichern. Wir haben noch gar nicht gespeichert. Yes, let's go. Oh, die Musik. Oh, so süß. Geil. Okay, weiter geht's. Bam. Uiuiuiuiui. So. Mein Meister, wenn ich es mir recht überlege, war es seltsam, dass Isidro mich einfach gehen ließ. Seit mich das Ungeheuer in der schwarzen Robe mit etwas beschoss, fühle ich mich sonderbar. Ich habe begonnen, Dinge zu sehen, habe Visionen. Der Himmel selbst erscheint wie aus einer anderen Welt. Und dann kommt diese Kreatur, doch auf einmal sind es viele, Hunderte. Mein Gebieter, bitte, ich flehe euch an. Sagt mir, gibt es einen Weg aus diesem Grauen zu entkommen? Ach so, die meinen also dieses Wesen, was mich jetzt auch die ganze Zeit schon verfolgt. Saddlers Monster. Saddlers Haustier. Ich keine Angst habe, Leon zu... Wann begegnet er Leon? Ah, er begegnet Ada das erste Mal, wenn die diesen kurzen Fight haben, ne? Bitte keine Schlange. Oh Gott. Oh nein. Bitte nicht. Oh nein, ich halluziniere wieder. Oh, oh, oh mein Gott. So leicht gibst du nicht auf, was? Er kann sich jetzt beamen. Angriffe parieren. Okay, wenn ich das schnell genug schaffe, mache ich das gerne. Oh mein Gott, er hat sein Gerät ausgefahren. Das scheint was zu bringen. Na, hatte ich jetzt nicht das Gefühl. Dass aber Leon meine Schüsse nicht hört, ne? Oh Gott, Hilfe, nein. Es burnt. Oh nein, jetzt kommt das wieder. Oh no, please not. Oh no. Oh, das ist er doch, oder? Nee. Doch, das ist er doch. Oh nee, da ist er ja. Hi, guten Morgen. Oh Gott, nein. Aui. Alle in Ruhe. Ich hole mir mal kurz meine Muni. Au. Okay, bam. Oh yeah, ist nice. Okay, warte. Erstmal kurz ein bisschen heilen. Das hat wehgetan. Oder ist er mit dem roten Augen im Sack? Der Nebel. Dichter. Oh oh, heißt, ich muss mich beeilen. Shit. Oh oh, das heißt, der muss aus meinen Gedanken raus, sonst. Oder ich sehe ihn einfach schlechter. Shit, haut mal alle ab. Dass sie nicht automatisch nach. Oh 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 oh, ja ja. Tu es doch. Gefällt dir nicht, was? Okay, nice. Oh Gott, da wird der richtig anstrengend. Oh Gott. Der hat uns richtig an den Eiern. Das sieht aus wie das Monster im Santa-Video. Stimmt. Was ist denn los?
Ich sag dir, was los ist. Der ist in deinen Gedanken. Du bist infiziert. Ich glaube, durch diesen... Okay. Weiter zu Mendes Haus. Diesen Schlitz, den der uns gegeben hat, diese Wunde, über die, seitdem er das gemacht hat, schafft das irgendwie, uns zu kontrolletten. Oh, Bienen. Schade, ich hab gedacht, da kommen jetzt Beanies raus. Die mich eliminieren und mir wehtun. Ist cool, dass ich jetzt hier auch im Dorf bin. Dass ich auch diese, wirklich sind wirklich separate ways, die die haben. Also Capcom macht geile Remakes. I have to say this. Und ich bin ganz arg hyped auf Resident Evil Code Veronica. Ich habe die Geschichte zwischen Alexia und ihrem Bruder geliebt. Ich fand, das war mit einer der coolsten. Ich habe das damals auch sehr oft durchgespielt. Und bin ein großer Fan. Nein, wir töten keine Chickens. Nein, aus dem Weg. Glaube ich auch zu. Ja, ist zu. Zu. Ja, ich weiß, Ada. Ah, da geht's hoch. Oh, da kommen wir dann vielleicht ins Haus rein. Yes, geil. So. Ist das witzig. Ich finde es trotzdem krass, wie trotz allem Verrat Leon auch, ich habe ja auch damals den Resident Evil Film gesehen, wie er immer noch zu Ada hält, immer noch nach allem, ne? Das ist schon Blind Love. Aber nur von seiner Seite irgendwie. Okay, Flintenmuni. Es wird Zeit für eine Schroti. Hängt hier nicht irgendwo auch eine Shotgun rum oder gehört die nur Leon? Kein Bedarf. Wie, ekelhaft. Oder gehört die nur Leon? Hier war doch irgendwo auch eine Shotty immer, oder? Ja, das war auf meiner Dreamcast mein erstes Spiel. Oh. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, also die machen das richtig gut. Ach, die ist weg. Die war hier, ne? Also ich glaube, da habe ich gar keine Angst, dass sie das irgendwie verdeichseln. Überhaupt nicht. Oben war die. Ja, genau, die ist aber weg. Die hat sich Leon schon gesnackt. Schwein. So ein Egoist. Gut, dann hops. Die Hühner sind das Entspannteste im Spiel. So, ich kann ja gar nicht durch. Genau, waren wir jetzt da. Da kann ich auch rein. Ja, das ist so cool mit der, gell? Die schlüpft sich einfach überall rein. Und da ist ein Geschenk. Ein Parfum. 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 Joghurt, Joghurt. Joghurt. So, da geht's auch nicht lang, dann müssen wir da hoch. Glaube ich. Ja. Achso, okay. Ja, die Shotgun hole ich mir dann auch. Die wollte ich ja sparen. Ach, das ist die gleiche Shotgun, die ich mir da holen kann. Nice. Gleich da vorne ist es. Okay. Mich würde es mal interessieren, es gibt ja beim Resident Evil 4 haben wir so ein geheimes Ritual mal gefunden, beziehungsweise habe ich gefunden, das habe ich gar nicht mit euch gefunden. Es gibt nämlich im Resident Evil 4, wenn du über den See fährst, die Möglichkeit, die Szene von Anfang, wo diese Frau getötet wird, zu finden. Und da liegt quasi diese Frau mit dem aufgeschlitzten Babybauch auf diesem Steinaltar. Bin ich gespannt, ob mit Ada da auch rein kann. Zu. War ja klar. Komm, Ada, du hast doch die passende Möglichkeit. Oh, da ist Leon drin. Ach, da rette ich ihn auch. Der Blut hat die Gabe angenommen. Ach, wie... Ey, ich habe ihn schon ein zweites Mal gerettet jetzt, ne? Gabel in meinem Blut.
Das ist wirklich krass, dass wir sie wieder gerettet haben. Beschäftige sie, Leon. Ich bin irgendwie wieder. Leon ist wieder so der Spielball von ihr, ne? Sie macht so ihre Mission und er ist so ein bisschen der. Der für sie die ganzen Leute ablenkt und sie juckt's nicht. Kapitel 3. Ja, Leon ist echt ein Süßi. Einen Hinweis zu Luis. Hoffentlich finde ich was zu Luis. Luis. Okay. Ich brauche einen Schlüssel. Okay. Da oben kommt dann auch irgendwann hin, diese Falte überm Bett. Dann noch rausgefunden, wie. Eigentlich dürfte hier keiner mehr drin sein, weil Leon hat hier jetzt auch schon die Kugel eingesetzt. Da haben sie auch dran gedacht. Sehr gut. Eine interessante heilige Schrift haben die. So. Lalalalalalalala. Die auf. Ah, der auf dem Klo scheiße. Macht hier keiner sauber? Der auf dem Klo scheiße ist weg. Ein rotes Kraut. Kann ich das mit einem anderen kombinieren? Mit dem. Jetzt wird mein Platz langsam ein bisschen eng. Oh nee, das hätte ich aber gerne wieder mitgenommen hier. Ja, ich habe schon wieder keinen Platz. Kann ich noch ein bisschen. Ich muss mal eine Kiste finden. Wo sind die denn? Sind die immer beim Händler, die Kisten? Ich brauche einen Hinweis. Ein Hinweis. Der wird ja wahrscheinlich jetzt hier irgendwo sein. Oder die Bilder? Oh, na, sieh mal an. Na, was ein Zufall. Geil. Na, hör mal. Ein Hinweis. Eine elegante Uhr. Sehr schön. Oh, schön, warmes Ei. Das esse ich jetzt. In die Freiheit. Genau, rein mit dem Ei. Die geht auch nicht auf. Ich brauche einen Hinweis. Achso, nee, ich brauche einfach nur den Schlüssel für oben. Höchstwahrscheinlich. Yay, yay, yay. Bam. Genau, Blues ist es mit dem Hund. Ein Hinweis. Was ist da drin? Ein Hinweis. Arrest bis zur Anhörung. Brüder und Schwestern, unser Herr ist erzürnt. Schlachtet nicht willkürlich Außenstehende ab. Ein jeder hat das Recht auf ein anständiges Urteil und so müssen auch wir vorurteilslos Gerechtigkeit walten lassen. Bringt jeden, den ihr empfangt, in den Keller der Fabrik. Gleiches gilt für Verräter. Oh, da muss ich wahrscheinlich hin. Neues Ziel. Vielleicht ist er dort. Schon echt ätzend, wenn du irgendwo auf eine fremde Insel kommst und du weißt nicht, wo es lang geht. Oh nein, oh mein Gott. Oh nein, nein! Es gibt kein Entkommen. Doch! Danke. I will never forget. Oh, hier ist irgendwo eine Bombe. Also mir kann ja eigentlich gar keiner nachkommen jetzt, oder? Oh ja. Yeah. Geil! Und weg. Hey, es geht mit Ada so easy, ne? So easy. Genug jetzt. Oh oh. Noch da. Hey, wieso ist der auf einmal so schnell? Bei Leon war der so schön langsam. Ah, jetzt bin ich hier. Okay. Ich nutze keine Türen. Tschung. Geil. Hier ist mein Baby. Ich glaube, ich bin sie los. Yes. Irgendeiner dieser Idioten hat sich eine Jacke gekrallt, die definitiv nicht ihm gehört. Ist so eine stylische aus Schafsfell. Wie witzig ist das denn? Geil. Okay, erstmal, wo ist eine Kiste? Ich muss ja doch irgendwas abgeben können. Wo ist meine Willkommen. Kiste? Willkommen!
Da wären noch neue Ware. Ja, Brudi, ich muss erstmal gucken, dass ich meinen Stuff loswerde. So. Mehr habe ich noch nicht. Die dich interessieren, kommen. Ich verkaufe erstmal. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Tauschen. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Hm. Eine Schreibmaschine ist die. Ah, okay, super, danke. Oh, Angriffskraft, das würde ich gern pimpen, aber ich würde erstmal verkaufen. Ein hervorragender Deal. Und habe ich dann die MP-Munition, würde ich auch gern verkaufen, weil ich benutze die nicht. Ich würde auch die MP verkaufen, wenn es geht. Geht sogar. Verkauf die jetzt, oder? Ich benutze die eh nicht, mag die nicht. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. So, erstmal pimpen. Aber Virench, bist du beeindruckt? Und dann hätte bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. So. Danke. Komm bald mal wieder vom... So, aufbewahren. Dann packen wir die mal rüber. Verstauen. Verstauen. Oh, dann verkaufe ich die Munition. Ansonsten kann ich gar nicht viel verstauen. Bei, ja? So, gib mal deine Schotti. Ich hab was Neues für dich. Wie Punisher wär's? Ist halt geil, ne? Eigentlich hätte ich die Punisher kaufen sollen. Hat die nicht größere Angriffskraft? Ich garantiere dir, du wirst deine Investition ja nicht bereuen. Viel besser eigentlich. Soll ich vielleicht die Punisher lieber auch noch kaufen? Ich habe keinen Platz für die, ne? Nee. No Spacey. Das mal kaufst du, mach aber auch mal was, die ja? weg. Aufbewahren. So. Willkommen. Nicht die Punisher, warum nicht? Hab seltene Ware im Angebot. Kein Platz? Immer noch nicht? Wie groß ist denn die? Ach so, deswegen. Oh Mann, ey. So. Ist es das, was ihr wollt? Hey, Sig, willkommen. Da kommen noch bessere Sachen. Also meint ihr noch nicht kaufen? Dann lasse ich das jetzt einfach nochmal. Dann warte ich noch. Die Sachen verschwinden ja nicht. Wir lassen es mal noch. Aber ich verkaufe jetzt mal die MP, weil die werde ich eh nicht verwenden. Hey, ich mag die Waffe nicht. Willkommen. So. Ein Hervorkomm jederzeit wieder. Yes, und dann speichere ich. Dann lassen wir es mal. Aber ich pimp dann noch ein bisschen die Waffen, die ich habe. Willkommen, Fremde. Einfach nur so ein bisschen. Ich habe was Neues für dich. Vielleicht. Hier Feuerrate vielleicht war ein bisschen. Für diese Arbeit braucht es. Na dann. Und dann lassen wir es und dann gucken wir alles, was noch Besseres kommt. So, yes. Geh auf. Hab was. Oh. Interactive Retinal Inquiry System. Das interaktive Netzhaut-integrierte Abfragesystem ermöglicht es Ada, Hinweise zu sehen, die für das bloße Auge nahezu unsichtbar sind. So kann sie neue Informationen erlangen. Ah, okay, da. Was? Ach, das ist der Riesenfußabdruck. Müssen von Mendes sein. Mendes. Luis, wo bist du? Oh, ihr Schweine, ey. Der macht die gerade aus, ne? Diese Sau. Wow! Wie der hier mit seiner Kackdingern kommt, ey. Ist aber eine Bombe, yes. Wolltest du gerade sagen, ey. Oh, das ist die Jacke von Leon. Ach, über die haben wir geredet. Wie witzig. Das war die Jacke. Ach, ist das lustig. Die stylische Jacke mit den... die wurde geklaut. Ach, ist das süß.
Oh, eine Armbrust. Oh, ich habe halt keinen Platz, ne? Das sind die Sachen von Leon noch. Wie kann ich denn noch mal... Einfach ein bisschen zu viel Stuff, ey. Flintenmuni. Das mache ich jetzt. Blinde Munition. Mal gucken, ob man hier noch ein bisschen Platz machen kann. Aber ich glaube, dass die halt leider riesig ist. Ja, die ist ja riesig. An Aufbewahren. Ach, cool. Nice, ich kann die einfach mitnehmen. Und dann in den Aufbewahren-Ding packen. Ach, das ist ja cool. Auch in Schlüssel. Die geht nicht auf. Tracking Mode. So. Beauty Pie. Hier muss es sein. Luis. Oh nein, meine Haarlos kicken. Verdammt. Ach echt, ich kann automatisch Platz schaffen, um die Waffe wieder. Kann man wahrscheinlich dann drücken, ne? Ja, irgendwie hat dieser Pfeil, mit dem er mich getroffen hat, mich irgendwie schwach gemacht. Ich hab irgendwas in mir drin. Fehlanzeige. Ah, den haben sie getötet. War das Luis? Nee, das war Leon, als wir hier gefangen waren. Und der hat einfach das ganze Zeug hier liegen lassen. Der Junge hat nicht ordentlich gelootet. Die sind von Luis. Ja. Und die von Leon? Muss ich den jetzt hinterher? Ach, der ist dann wieder gegangen hier, ne? Ah ja. Zigaretten. Hier, kryptische Zahlenfolge. 4, 2, 2, 1, 6, 2, 5. Okay, bitte. Backseat Gaming Chat aktiviert. 4, 2, 2, 1, 6, 2, 5. Ist das eine Frequenz? Ist mein Job. Wie sieht's aus? Bekomme ich jetzt den Bernstein? Da ist ein großes Haus. Etwas abgelegt. Hinter der Wind. Weißt du wo? Ja, sagt mir was. Dann komm zu mir. Warte so lang. Geht's irgendwo hoch? Wo ist er jetzt? Muss wieder zurück, oder? Ach so, das war gleich nur die Frequenz, in der ich ihn angerufen habe, ne? Alles gut. Oh no. Sorry, Luis. Kann noch etwas dauern. Sie ist da. Komm, ich habe so viel Grenades. Oh, das war dumm. Komm, Bro, geh weg. Pasito. Boah, Girl, das ist ein richtiger Fight hier. Schau mal, richtiger Metakampf hier. Bam. Boah, es muss so schlimm sein, wenn jemand mit einem Messer auf dich zu rennt und einfach nur zusticht. Oh nein.
tu doch nach. Das ist ganz schön zäh. Nachladen, Mann. Ey, Bro, jetzt nervt's. Also komm, das überlebt keiner. So, einmal den Arsch gesliced. Ja, sehr gut. Ich wollte ihn töten, weil ich wusste, dass er was Tolles für mich hat. Kann ich mir bitte nochmal... Okay. Oh. Nein, Bro. Stop it. Oh, ich muss mich auch mal heilen. Sag, warum lebst du denn noch? Wie geil sie ihre Waffe rollt. Ja, wir heilen uns mal. Oh nein, ey, ist nicht euer Ernst. Was geht denn hier ab? Holy moly. Warum kommen denn jetzt so viele? Kommt sie? Bitte komm. Oh, shit. Ach, die ist jetzt hinter mich durch. Oh, wie nervig. Boah. Ey, da kommen ja alle. Wo ist deine Zwillingsschwester? Die muss doch auch noch irgendwo sein. Bitte sterb! Oh Gott. Ich will die töten, weil die haben oft tolle Preise, wisst ihr? So, komm mal her, Girl. Ey, die sind echt stark, ne? Das ist ja übel. Oh, ey. Schlaf gut. Ja, aber das war echt. Ja, aber hey, war nicht. Why not? So, sorry. Sorry. Guck mal, deswegen hätte ich die eh alle töten müssen. Hätten wir nämlich hier voll den Stress gehabt. Das war schon okay so, aber ich glaube, Leute, es ist doch Zeit für eine Shotgun. Ey, die arme Ada ist nur im Stress, ne? Das ist ja... Wieso sind hier Gegner? Hier ist mein Verkäufer. Hier können keine Gegner sein. Oh, shit. Ich hab den Virus auch? Louis rettet mich jetzt bestimmt. Ach, ich bin auch infiziert. Nur durch diesen einen kleinen Slice von dem. Das ist krass. Aber ich hab irgendwie... Schlechter Tag. Nein. Wesker. Er könnte nicht besser sein. Das schafft mir die Ehre. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Finde Luis. Bring mir den Bernstein. Unerwartet fürsorglich von dir. Bleib doch noch. Und hilf mir. Ich bin nicht dein Aufpasser. Und ich bezahle dich nicht dafür, mir zur Last zu fallen. Ich habe keine Verwendung für Inkompetenz. Ich muss mal seine Stimme nochmal auf Englisch hören. Mach deinen Job. Ich melde mich. Weißt du, wenn der Auftraggeber oder dein Chef kommen muss, weil du zu lang brauchst und dir das Leben rettet. Endlich. Warte schon eine Ewigkeit. Ja, tut mir leid. Ich wurde aufgehalten. Bin auf dem Weg. Vor allem, er hat mich extra in so ein schönes Bett gebracht wieder und gewartet. Um mich fertig zu machen. Ist eigentlich Wesker jetzt der Auftraggeber oder nur der, der uns quasi unterstützt? Und unser Chef ist. Uiuiuiui. Wo muss ich denn hin? Ah, dahin. Okay. Oh, falscher Ausgang. Kann ich hier bitte hoch?
Stimmt, es kommt dieser starke Regen. Heißt es jetzt, ich habe so lang geschlafen, war so lang ausgenockt, dass jetzt dieser starke Regen ist, wo jetzt quasi Leon und Ashley die Nachricht erhalten haben, dass der Helikopter nicht landen kann bei dem Unwetter? Ich glaube schon. Auftraggeber, ne? Ja, guck mal, der Auftraggeber selber kommen muss und sagen muss, ach komm, ich mach's selber. Oh oh. Oh nein. Das ist neu. Ja, aber ist kein Problem, dafür habe ich ja meine Babys. Beeindruckt? Ja, ich glaube, ich schon. Ich glaube, die Knus auch. So, Wesker in einer der führenden Umbrella-Köpfe und die wollen, dass Las Plagas und Umbrella wieder zu stärken. Genau, aber er ist schon, also jetzt nicht direkt, aber er ist einer der, die den Auftrag gegeben haben, die Boss. Deswegen war er ja auch bei Resident Evil 1 dann der Verräter. Was steht da? Anweisung an eine Hauswand. Der Fremde ist in der Bergvilla. Versammelt alle, weckt unsere großartigen Sohn. Oh oh, lass den bitte schlafen. So, ich hole mir jetzt die Shotgun. Mir wird das hier zu wild. Ich habe ein paar Artikel für dich zurückgelegt. Aber verrat's nicht meinem anderen Kunden, okay? Der Leon. Ich habe was Neues für dich. Wie wär's? Das bekommst du erst, wenn du Platz dafür hast. Automatisch sortieren. Oh, geil. Oh, ja. Wie klein nice. Und handlich, als wäre sie für dich gemacht worden. Tune ist ganz schön teuer. Vielleicht kann ich was verkaufen. Ich. Weil die Shotgun ist schon das Beste, finde ich so, wenn es mal brenzlig wird. Die Jacke. Die Bomberjacke aus Schafsfell. Perfekt für kalte Herbst- und Wintertage. Lässt sich sicher verkaufen. Die kann ich doch nicht einfach verkaufen. Willkommen. Hab seltene Ware im Angebot. Kann ich einfach Leons Winterjacke verkaufen, wie Assi. Okay, dann verkaufen wir mal. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Nicht schlecht. Ein hervorragender Deal. Bist du beeindruckt? Ich behalte die Jacke mal. Ashley, look at me. Nichts für schwache Merken. Findest du Leon hübsch? Ja, klar. Aber sicher doch. Aber die Art macht ihn noch cuter, finde ich. Wenn er so ein Ass wäre, würde es mich nerven. Aber er hat einfach so eine liebe Art. Das ist so süß. Da fliegt einfach so ein Topf durch die Gegend. Ja. Wo fliegt er denn hin? Das will ich jetzt aber sehen. Was macht der Topf denn? Der Topf will mir was zeigen. Vielleicht bringt er mich zu einem Schatz. Den kann man nicht mal kaputt machen. Ich mag Evan mehr als Leon. Yvonne. Warte, ich geh da kurz hin und mach den Schnetzelei jetzt hier. Ey, ich hab überhaupt nichts gemacht. Ach du Scheiße, das ist so gemein. Ich hab jetzt auch die anderen gemerkt, dass du dich hier in die Luft sprengen musst. Oh shit. Nein, nein. Girl, geh rein, es wird kalt. Bitte nicht. Nein. No way, no way, no! Oh, holy, die verballern mich richtig. Ich will da rein, ich will da rein, ich will da rein, ey, da. Boah. Ey, die hab ich richtig verkloppt gerade, ey. Das ist ein bisschen dunkel. Ey. Aha, ich verliere die Nerven. Sorry, oh Gott.
Weg! Genau, weg mit euch. Ihr Lappen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. So. So, Ruhe jetzt, bitte. Danke. Okay, oh Gott, sorry. Ich verliere langsam meine Nerven. Gewehrmuni, nö. Ich würde gerne ein bisschen Flintenmuni machen. Ich kann gar nichts machen. Das ist voll frustrierend. Ah, hier war ich gerade drin. Was ist da drüben so? Ich mag das, wie die Türen aufboxen. Ach komm, Ada. Anfänger war. Oh, schrecklich. Oh, meine armen Haxen. Meine Stelzen. Ich muss jetzt irgendwie da hin. Muss ich da irgendwie nach oben? Vielleicht irgendwie von hier? Und dann irgendwie hier lang? Ja. Jetzt mal hier rein. Ein bisschen looten muss sein. Kann die nicht mal bitte ihr Licht anlassen? Ach, ihr wusst schon, dass ich hier bin. Na super. Bam! Das ist so nice einfach nur. Beeindruckt? Ja. Ich spiele das Spiel jetzt schon seit fast 2 Stunden. Es geht 2 bis 3, wenn man sich Langzeit lässt, 4. Oh, Schmuck, Schmuck, Schmuck. Genau, ich hab vorhin schon gestreamt, ich habe den Stream einmal kurz beendet, dann, damit man das separated hat. So wie Separated Ways. Ah, das ist zu, wie sie mich da nicht reinlassen. Oh nein, wer hat mich jetzt schon wieder gesehen? Ah, hier. Die sehen mich, bevor ich sie überhaupt sehe. Auch geil. Sorry. Oh nein. Dass die jetzt schon anfangen. Die Ada hat einfach mal 10-20% ihrer Mission verschlafen. Das ist so grausig. Hilfe, ich brauche noch ein bisschen Heilung. Bitte. Und die Musik cool, die ist so angenehm. Oh, da ist noch was. Ein Kraut. Ein Kraut, endlich. So. Und das pfeife ich. Welches bringt denn eigentlich mehr? Ich weiß es gar nicht. Bringen die Heilsprays mehr? Oder ich glaube, das ist dann kein Unterschied mehr. So, erstmal alle irgendwie hier versammeln. Was sind die denn alle? Oh shit. Oh, die sind gerade ganz schön hinterherrennen, ne? Der rennt mir die ganze Zeit her. Du machst hier allein so viel Lärm, das gibt's ja gar nicht. Wo ist denn der, der hier die ganze Zeit die Sachen runterschmeißt? Die ist so einfach nur genervt, ne? Wo sind die denn? Da oben. So, hoffentlich war das jetzt an. Ne, war es leider nicht. So, spätestens jetzt. Wo sind der andere? Ach, da oben, du Sack. Komm mal runter. Komm mal runter vom Dach, mein Freund. Okay, ich hoffe, es ist jetzt mal Ruhe hier. Ist hier noch irgendwas, weil hier so Wetter sind? Ne, das war ich. Under pressure, meine Leute. Meine lieben Freunde. Passt da nicht der Ton oder ist es irgendwie zu laut? Ich kann es immer so schwer einschätzen. Ich muss nämlich immer ein bisschen runterregeln. Das ist manchmal nicht so leicht. Da kann ich nicht reinschlüpfen. Hinten waren eigentlich immer Trüchen. Die sind jetzt aber nicht mehr da. Das ist nicht mein Weg. Wir haben eine separate ways. Oh Gott, oh mein Gott. Ach, die sind gerade im Haus. Hey, ich finde es so cool, wenn du da immer ankommst und siehst, was die gerade so durchleben.
Deswegen gehe ich da jetzt nicht hin. Aber warte mal, das würde ich jetzt schon mal gerne testen. Kann ich da hin? Wow, beachtliche Fanbase, Luis. Ey, ich würde so gerne eine Grenade reinschmeißen. Hab ich eine? Oh, ja, ich hab eine. Oh Mann, sie lassen mich nicht. Oh Mann, sie lassen mich nicht. Shit. Ich wollte doch den einen Raum noch looten. Ich wollte doch den einen Raum... Oh mein Gott, nein. Ich wollte doch den einen Raum noch looten. Ich dachte, da geht's weiter. Oh, verdammt. Oh nein. Warum? Tut mir leid. Hier ist Endstation. Warum? Nein. Na komm, dann kriegst du halt die Granate. Ich bleib einfach hier oben. Mal auf Augenhöhe, mein Freund. Kennst du auch nicht, oder? Oh, oh, oh. Ich glaube, da muss ich. Obwohl, ich bleib hier einfach oben. Schieß dir in deinen Face. Oh shit. Nicht so einfach. Okay. Okay, er macht echt kaputt. Alles gut, aber wenn ich schon auf Augenhöhe mit ihm bin, dann schieße ich ihn ins Gesicht. Das ist was Persönliches. Bam! In der Face hier. Wie ist das, hä? Face. Eigentlich voll arm, wie er mich anschaut, der arme Racker. Der schaut nur ganz arm und ich schieße ihn einfach in sein Face. Schnell. Oh. Ein Eiterpickel, den du gerne ausdrücken möchtest. Oh shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist so cool gemacht. Da muss ich doch glatt mal auf deinen Rücken schießen, mein Freund. Das juckt ihn halt irgendwie gar nicht, ne? Wo ist er denn? Hä? Ah, hier. Eigentlich müsste ich einfach nur drauf jumpen und den kaputt machen. Mit dem Messer. Ah, jetzt machst du es ja. Geil, Ada, du. Du Gangster. Das hat geklappt. Oh, aber der ist immer noch am Leben. Was ist denn hier los? Hey. Kollege, bleib mal ruhig. Nicht bewegen, bitte. Ich muss auf dein Ding schießen. Oh, das ist gar nicht gut. Weißt du, das sieht der Wesker wieder nicht, ne? Er findet mich nur so leblos am Boden, was ich hier alles so rocke und wie krass ich bin. Das interessiert den gar nicht. Oh, das ganze Haus ist schon am Arsch. Das ist cool gemacht. Den Kampf haben sie echt nochmal richtig cool dynamisch gemacht mit dem jetzt. Ach komm, ey. Ich bin zu hysterisch, ich hab Angst. So, komm mal her, mein Freund. Jetzt gibt's einmal Party. Oh shit. Ganz schön hartnäckig, der Sack. So, jetzt aber. Let's go. Weg damit. Mach ihn weg. Oh Gott, ey. Ih, wie das noch sich bewegt. Wenn das das Letzte ist, was ich in meinem Leben sehe, dann sage ich auch nicht nein. Wiedersehen. Regen, großes Monster, das Make-up und die Frisur sitzt. Hey,
Step on me, Mommy Vibes. Hab ich. Die, die du magst. Wo ist der Bernstein? Tut mir leid, den habe ich gerade nicht bei mir. Und du solltest mich wirklich für meine Arbeit loben. Ich konnte ihn gerade noch verstecken, bevor sie mich geschnappt haben. Sonst... Ah, das kennen wir doch, die Konversation. Ich bin tot. Unser Deal lautete, wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Eskorte, Louise. Du stehst aufs Kleingedruckte, was, Ada? Also gut, ich hol ihn. Was sagst du? Und es gibt noch was anderes, das ich holen muss. Ja, das stimmt. Ich hatte auch nicht mal auf Tür gedacht, dass sie so viel gefightet hat. Sie wirkte immer so... Sie hat eigentlich jetzt schon gar nicht genauso krasse Sachen wie Leon durch. War schon in der Burg. Hat eigentlich schon alles durchgehabt, was jetzt Leon erst noch sieht. Jetzt sind sie in der Burg. Kapitel Ende. Ende. Speicher. Nochmal. Man weiß ja nie. Ich habe früher Spiele gehabt, da war dann auf einmal der Spielstand beschädigt. Seitdem bin noch ich beschädigt. Das war das beste Gadget, was sie hätte mitnehmen können. Jetzt treffen wir doch gleich Leon. Dachtest nicht, dass du nochmal hierher zurückkommst. Folgen selbst sind wir alle geschädigt, absolut. So kann man sich irren, hä? Bist du sauer? Du bist sauer. Ich muss nur eine Sache erledigen, bevor ich den Bernstein hole. Wie bitte? So war das nicht ausgemacht, Louise. Überleg dir gut, was du jetzt sagst. Wow. Hör zu. Jemand braucht meine Hilfe. Du kennst mich. Ich bin der gute Samariter. Wer ist das? Leon? Ja, genau. Leon und die junge Frau. Sie sind infiziert. Es gibt Medizin, die die Infektion eindämmt. Und ich weiß, ach, sie wird... Ach, er will uns helfen, was süß. Ich habe sie getestet. Deshalb... Und das interessiert mich, weil? Weil du selbst infiziert bist. Ich habe hier nicht zum Spaß geforscht, Ada. Ich erkenne die Symptome, wenn ich sie sehe. Du müsstest sie eigentlich bereits spüren. Die Medizin unterdrückt sie vorübergehend. Hey, glaub mir. Du hast viel zu gewinnen und nichts zu verlieren. Okay, aber das ist das letzte Mal. Danach holen wir... den Bernstein. Ich gebe Leon Bescheid. Hola, Luis hier. Seid ihr noch da? Ich wollte heim, aber Ashley bestand auf einem Abstecher zur Burg. Perfekt. Ich habe nämlich ein Geschenk für euch. Medizin, die das Fortschreiten eures Problems verzögert. Wo sollen wir hin? Mal sehen. Komm zum Burghof, weiter drinnen. Wir treffen uns dort. Ciao. Das wäre erledigt. Wollen wir? Okay, aber krass, dass sie jetzt nicht gesagt hat, hey, es geht um Leon. Was ein Kavalier. Ich mach das auf jeden Fall, sondern erst als sie für sich gehört hat, hey, ich werde auch, bin auch infiziert, dann mach ich's. Ja. Ada hat Leon echt oft das Leben gerettet. Schon zweimal, nachher sind es nochmal dreimal. Oh, ich erinnere mich. Meine Hasspassage. Unten gibt es ein geheimes Labor. Da sind meine Sachen. Okay. Und die Medizin, hoffentlich. Ja, wir wären eigentlich alle am Arsch. Hätten wir nicht den lieben Louis. Muss ich für ihn wahrscheinlich aufmachen. Ich möchte ein Spiel spielen. Was wäre ich nur ohne dich, Ada?
Parasitenfutter? Ein Nichts. Ist ja witzig, dass ich mit ihm jetzt hier rumdüse. Brennt's hier? Oh oh. Bringen wir's raus. Oh oh. Ada. Ich brauch Hilfe. Ada, wie geil. Schon zur Stelle. Oh shit, ja. Mhm. Ja, ja. Hab ich noch irgendwo eine Grenade? Nee, ich hab nur meine Shotgun. Oh, und da ist jemand neben mir. Na, hoch. Das ist jetzt aber nicht so nett. Dann einmal bitte heilen. Danke. So, was sind die denn? Hier. So, jetzt. Bring sie um. Oh, shit. Okay, bring du sie um. Oh, den muss ich auch eliminieren, sonst schwitzt der. So, okay, du machst das schon. Wir ihn schock. Oh shit. Dass sie nicht von allein nachladet mehr. Ich vermisse das so sehr. Ey, ich dachte, der ist tot. Deswegen hab ich nicht geschossen. Ey, du Sack, ey. Jetzt reicht's mir aber. Okay, bei dem Geräusch sterben die also. Dieses. Soll ich den nochmal nachmachen? So, herstellen. Flo, ja, Schrotimunition. Ja, I need Schrotmunition. So, bim, 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 bim. Ja, es brennt. Es brennt. Nein, nein, nein! Wir müssen die Medizin retten, schnell! Luis, lass es! Luis! Also wenn ich infiziert bin, würde ich sagen, lauf. Oh shit. Muss Luis hinterher gehen. Oh no, Luis verbrennt gleich. Luis, komm zurück! Luis, komm zurück! Komm zurück! Was soll denn das? Oh Gott. Oh Mann, Luis, ey. Die Ada immer jeden retten muss. Ada ist wirklich so der wichtigste Charakter. Ohne Ada wären schon alle tot. Oh shit. Obwohl sie ja eigentlich für die Bösen arbeitet. Oh Mann, Brass, hat er gar nichts gebracht. Ich hätte mich doch einfach mit meinem Seil rumschwingen können. Mach es bitte, nachdem du den Bernstein geliefert hast. Sie ist weg. Einfach verbrannt. Oh je. Warum ist dir das so wichtig? Ich habe einiges wieder gut zu machen. Aber das geht jetzt nicht mehr. Das war's. Es gibt keine Rettung mehr. Oh no, oh no. Reiß dich zusammen, Luis. Stell sie her. Du kennst doch die Formel. Vielleicht hast du recht. Alles, was ich dazu brauche, gibt es hier. Ich verspreche dir. Likey. Danach kriegst du den Stein. Na gut, dann los. Lass uns zurück nach oben. Dann sehen wir weiter. Hier lang. Ja, schon krass, so als Agent oder als Auftragskiller oder was auch immer. Gerade die Professionellen, da darfst du echt keine Gefühle mehr haben. Das ist schon echt crazy. Geht's dann nur um die eine Sache. Hey, für wen arbeitest du eigentlich? Das willst du nicht wissen. Glaub mir. Wenn du meinst, ist mir ehrlich gesagt auch egal, solange du mich hier rausholst. Aber sie arbeitet ja gar nicht für Umbrella, ne? Sie macht ja nur die Aufträge. Weiß man, wofür sie arbeitet eigentlich? Dass sie so eine Art Söldnerin noch ist? Warte, ich hab den Schlüssel. Hä? Wo ist der hin? Oh nein. Ah, shit. Ich glaube, ich hab ihn verloren.
I don't give a damn. Ada ist selber so hot, sie ist selber eine Flamme, deswegen ist hier vorne nichts passiert. Es wird nicht perfekt sein, aber besser als nichts. Hör zu. Das hier brauche ich. Wenn es gut läuft, kann ich so neue Medizin herstellen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Besorg du das, ich hol den Bernstein. Wünsch mir Glück. Wir brauchen rote Tinte in der Buchbinderei, goldene Flasche, Schatzhallen, blauer Schmetterling, Präparatenkammer. Alle drei liefern jeweils einen Farbstoff, der für die Synthese des Entwicklungshemmers benötigt wird. Die Tinte, ein Material, der Wein, eine Hefe, die Schuppen an den Flügeln und des Schmetterlings eine chemische Substanz. Ich muss sie nur extrahieren und mit den Chemikalien, die ich bei mir habe, mischen. Das war's. Wir sehen uns später. Okay, wenn es das war, dann war's. Viel Erfolg. Dir auch. Wenn es das schon war, dann war's das. Es ist hier nichts mehr. Ah, doch, hier ein Kischti. Ein Kischti. Mit Schießpulver, Lee. Voll süß, dass sie die Jacke von Leon jetzt hat. Würde ich mir direkt anziehen. Ist bestimmt warm. Ich glaube, da muss jetzt runter. Oder? Doch. Muss ich hier runter oder bin ich falsch? Oder geht's oben irgendwo lang? Warte, ich glaube, es ging oben irgendwo lang. Wait a minute. Hey, why you do me like that? Just like that. Wait a minute. Ja, sorry, Bro. Ich hab dich voll warten lassen. Eben denn. Also gut. Zuerst zur Buchbinderei. Ah, da treffe ich jetzt Leon gleich. Oh. So geil, wie die es nicht hören, wenn jemand abgemurkst wird neben ihnen. Hier treffe ich doch jetzt Leon. Aber dann sollte ich vielleicht erst das unten erledigen, nicht, dass ich wieder irgendeinen Weg versperrt. Dass die meisten jetzt hier lang gehen, ist ja logisch. Sangre. Genau. Gute Nacht. Dein Vorhang ist ja eh schon zu. Leon. Ah, da ist das Rätsel. Da treffen wir also hier gleich Leon. Das muss ich also auch machen, das Rätsel. Ah, da ist schon mal das Buch. Und wo ist das andere Buch? Das ist wahrscheinlich hier vorne. Bei Leon im Raum. Na gut, Leon, ich komme. Ein Waschbär. Muss wohl Schicksal sein. Wegen Raccoon City. Ich hab noch eure Ware auf Lager. Boah, hast du mich gerade erschrocken, mein Freund. So. Ich hab ein bisschen was zu kaufen. Willkommen. Ich würde dir einmal hier eine Whistle geben. Ein hervorragender Deal. Hier steht ja irgendwas bei Leon drauf, auch so ein Zeichen. Deswegen würde ich das nicht weggeben. Zu verkaufen, die Jacke zum Anschluss des Auftrags, nackte Tatsachen 1. Ach, weil es ein Auftrag war, ne? Aber die verkaufe ich nicht, ob oder? Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Raccoon ist aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Die MP kann ich verkaufen, die benutze ich eh nicht. Besten Dank. Und dann würde ich fast vielleicht mein Messer pimpen. Die Haltbarkeit. Hier, wie du es haben wolltest. Oh, ich kann noch eine Sache verkaufen. Den Schlüssel. Den brauche ich ja nicht mehr, oder? Geheimschlüssel. Im Grab bringt dir das nicht schlecht. Und dann würde ich nämlich
noch die Angriffskraft von denen hier pimpen. Für diesen stirbt mir da willkommen. Ich habe ja noch ein bisschen was, oder? Ach, kaum mehr. Ware im Angebot, Fremde. Okay, ja. Fremde ist ganz ungewohnt, dass er auf einmal Fremde sagt. Oh, warte, was war das? Koffer anpassen? Hä? Achso, ich habe keinen anderen mehr. Aufbewahren. Ansonsten, das würde ich noch wegtun, wegwerfen. Das brauche ich nicht. Hätte ich eigentlich auch verkaufen können. Spiel speichern. Yay! Schreib. Was? So, dann geht's mal weiter. Da müssen wir jetzt das Rätsel lesen. Lösen. Das Buchrätsel. Bei der Raccoon. Oder? Nee, es war nicht der Raccoon. Da war da was anderes. Hier im Schrank. Ah, doch. So. Der Raccoon. So, dieses dumme Buchrätsel. So, das heißt... Nee, lass mich mal gucken. Was ist da drauf? Nee, das heißt, der muss dahin. Der... Das passt. Yay. Got it from my mama. Ada, where you get your body from? Wie raffiniert. Ada, where you get your body from? Oh, Leon. Jetzt Leon. Laut Liste ist hier die erste Komponente. Geil. Leon. Was ist das? Aha. Und was hat das jetzt gebracht? Ah, Methode, an die Tinte zu kommen, einfach schießen. 1, 2, 3. Einfach schießen. Jetzt soundet so easy. Hier. Oh Gott. Welches war es denn jetzt nochmal? Da muss ich nochmal glotzen. So, das war auf jeden Fall 1, 2, 3. Okay. Oh. Hat ja auch jeder Bock, in seiner Bude mit einer Waffe rumzuschießen. Verschlossen. Um da ranzukommen. Das muss die Tinte. Ja, wir haben die Tinte. Die voll dient. Jetzt kommt Leon. Too late. Bis dahin und nicht weiter, Leon. Ich soll die doch nicht benutzen, oder? Ah, nach 6 Jahren ist das also deine Begrüßung. 6 Jahre war's. Ada. Du wirkst nicht überrascht. Interessant. Wenn du so oft näher stehst, nimm lieber das Messer. Gar nicht übel. Sehr smooth. Sehr smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Oh, Leon. Du weißt, ich bin verschwiegen. Wir den Rücken zukehrt. Vergiss sie. Ihr ist nicht zu helfen. Kehr einfach um. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder. Und vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich gebe so leicht auf? Aber er ist so infiziert. Klar. Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Und er so nickt nur und nimmt seine Waffe wieder. Er sagt schon gar nichts mehr. Kapituliert.
Wir sehen uns, Leon. Voll kapituliert einfach nur der Arme. So, stell mal vor, du triffst jemanden, den du kurzzeitig... Oh, ich verschwinde voll aus dem Bildschirm. Den du kurzzeitig irgendwie schon fast geliebt hast. Dann denkst du, die Person ist tot und das Erste, was sie macht, ist, versucht dir irgendwie in den Rücken zu schießen. Das sind auf jeden Fall Encounters. Die kann man nicht verzeihen. No, danke, Leute. Zwei Smash-Personen in einem Raum, ja, absolut. Warum kommen die nicht endlich zusammen? Aber ich glaube, der kann man nie wieder vertrauen. Ich glaube, so eine Person kannst du generell nicht vertrauen, weil du nie weißt, ist sie mit mir zusammen, weil sie gerade einen Job macht, dafür viel Kohle kriegt, mir die ganze Zeit was vorspielt, um am Ende zu sagen, ich habe dich nur 10 Jahre abgelenkt und bitte Kinder bekommen, damit du nicht nach einem Virus schaust, der gerade ausbricht. Also das geht nicht. Aber Leon war ja damals den ersten Tag in seiner Polizei, nach seiner Polizeiausbildung, überhaupt im Dienst. Das wollen wir ihn doch mal verzeihen, ne? Dass er da noch ein bisschen naiv war. Was ist das? Okay, die will irgendwas. Die braucht ein Lämple. So ein schönes Lämple. Das holen wir dir jetzt. Ah, okay. So. Bim, bum. Das gleiche Symbol an Gong und Tor. Schwierig ist anders. Das gleiche Symbol an Gong und... Okay, heißt es etwa, dass ich zweimal Schlangis machen muss? Und wo ist die andere Schlangi? Seht ihr die irgendwo? Die müsste dann hier irgendwo sein. Wo ist denn die andere Schlangi? Ah, hier. Dreimal Adler. Bam, bam, bam. Kann ich wieder automatisch sortieren? Oh, yes. Herstellen. Vielleicht hier was herstellen? Yes. Kann ich da? Nee, fand ich nicht. Okay. Brauchen wir wieder so ein paar Monster, deren Kopf ich wegknallen kann. Irgendwie schwant mir nicht. Ja, ich auch. Ja. Oh mein Gott. Er denkt sich sowas aus. Oh Gott, was mache ich jetzt? Hilfe. Was tue ich jetzt? Was tue ich? Scheiße. Oh Gott, ich hab so geträumt gerade. Ich hab's nicht verdient zu überleben. Was ist, wenn man jetzt keine Munition mehr hat? Dann ist man tot. Okay, also wenn du nicht älter bist, bist du jetzt eh tot. Oh Gott. Okay, das war ja nicht so einfach, ne? Jetzt habe ich mich ein bisschen in Sicherheit hier gebogen. So. Benutzen. Okay, jetzt zur zweiten Komponente. Ui, es ist schön wieder hier zu sein. Und eine wunderschöne Box. Ein alter Kompass. Oh. Da scheint irgendwas drauf zu gehören. Mhm. Kann ich das nicht alles zerstören? Zerstören! Ich will das alles die silberne Flasche. Oh Gott, ich wusste das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Stell es einfach drauf. Und wir tun so, als wäre nichts. Oh mein Gott. Shit. Aber ich habe doch so viel Blendgranaten. Das lasse ich mir doch nicht hingehen. Oh shit, das bringt gar nichts, ne? Weil der noch nicht seinen Kopf weggedödelt hat.
bringt nämlich erst jetzt was. Hier, ist geschenkt. So, dödel dir mal die Birne weg. Den kann ich wieder mitnehmen, die silberne Flasche. Oh yes. Ein Spinell. Ein Spinelli. Cool, die können wir dann nämlich verkaufen, die Flasche. Uiuiuiui. Ein Schlüssel. Hätte ich dafür diesen Schlüssel gebraucht, den ich die jetzt verkauft habe? Nee, weil der andere ging ja damit vorhin auch nicht. Ey, da geht's schon ganz schön actionmäßig ab. Da kann man auf jeden Fall sagen, es lohnt sich definitiv erstmal das Hauptspiel durchzuspielen, bevor man das hier nochmal macht. Nehmen wir mal wieder mit. Das kann ja heiter werden. Ja, das kann wirklich heiter werden. Wollen wir mal was ein bisschen erstellen? Herstellen? So ein bisschen... Nee, irgendwie nicht. Oh, yes. Yes. Was sieht bei euch aus? Das sieht aus wie dunkler... Das Blau sieht aus wie Schatten? Oder was hast du gemeint? Dass Blau bei euch so komisch wirkt. So liegt es an dem Modus. Vielleicht ist ja jetzt besser. Sagt mir gerne mal Bescheid. Oh, noch eine Flasche. Nice. Oh nein. Oh nein, hier sind jetzt... Oh mein Gott. Oh Gott. War ja klar. Ja. Die juckt schon gar nicht mehr. Die weiß. Oh Gott. Ah, shit. Oh mein Gott. Oh Gott, es ist hier klein, der Space. Ist es arg mit dem Blau oder stört euch das so? Ja. So, da kann ich nämlich jetzt hier droppen. Drop it und lauf. Uiuiuiui. Oh, da ist schon wieder ein neuer. Da lässt sie sich nicht rüber, ne? So, einmal nach. Oh mein Gott, das geht hier richtig ab. Leider keine Brenngranate mehr, ne? Das ist ein bisschen doof. Okay, wir müssen mal anders lösen hier. Okay, Ada, lass dir Zeit, gar kein Problem. Oh Gott, und das alles für eine Flasche Wein? Wenn es euch mal irgendwie zu laut wird irgendwann, sagt ihr, ich hätte hier einfach langlaufen können. Ich hätte hier einfach langlaufen können. Oh mein Gott. Egal. Ich brauchte die Punkte. Ich brauchte alles, was hier rausgekommen ist. Yes, das Video kommt morgen. Ah ne, ich hätte hier nicht raus. Ich hätte nur ein bisschen mehr Platz haben können. Ja, ich hätte theoretisch schon mit meinen Weinflaschen abhauen können. Aber das ist ja auch keine Lösung mehr. Achso, die muss ja eh stehen bleiben. Dann geht das auf. Und dann bin ich... Achso, dann muss ich hier noch eine reinstellen. Oder geht die dann auf? Nee. Achso, ich muss jetzt... Ich verstehe es nicht, aber es hat funktioniert. Na bitte. Fehlt nur noch eine. Eine? Ich habe neue Ware auf Lager. Oh, hallo. Mir bluten die Augen beim Anblick dieser sackhässlichen blauen Medaillons. Okay, es sind wieder Medaillons. So, willkommen. Hab erstmal Ware im Angebot. Ein hervorragender Deal. Hier ein paar Sachen. Was hast du denn eigentlich erst Waffen so?
Laservisier. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Einen größeren Aktenkoffer, das hätte ich gerne. Tauschen? Oh, tauschen. Was kann ich denn tauschen? Alle Schatzkarten, ja. Ha, gute Instinkte, Fremde. Vielleicht nehme ich mir noch so einen. Wie viel von diesen Smaragden habe ich denn? Ich. Zwei Smaragde. Willkommen, Fremde. Dann kann ich nämlich tauschen. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren könnten. Oh, mein Rücken bringt mich um. Die kleiner Schlüssel, dann kann ich Sachen öffnen. Oder einen. Ah, hier L, den kann ich mir auch einfach holen. Erhöht die Wahrscheinlichkeit rotes Kraut für, erhöht die Wahrscheinlichkeit grünes. Dann hole ich mir noch einfach den, dann habe ich doch einen größeren. Hey, gute Entscheidung. Ich weiß, ich sage das oft. Kann ich. Ja, ja, Mensch, mein Schätzchen. So, und dann kann ich hier noch die zwei Edelsteine einsetzen. Und dann verkaufe ich das. Ich habe meinen Aktenkoffer ja eh größer, die oder? Die Augen nach Waren offen, die du gebrauchen könnt. Oder kann ich einfach den jetzt. Steht hier nochmal? Schwarzer Koffer? L. So, den hätte ich jetzt gern. Yes. Willkommen. Ich habe was Neues für dich. Dann würde ich gerne verkaufen das. Ein hervorragender Deal. Ist der trotzdem größer? Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Nein, du findest jetzt nur mehr Rohstoffe. Ah, okay. Yes. Gehört dir, Fremde. Stimmt. Ja, passt ja. Dann haben wir wenigstens eine Funktion. So. Kann ich dann hier vielleicht noch was herstellen? Ich habe ja echt genug. Ich mache jetzt noch einmal das. Hier stellen wir auch noch mal Blindenmuni. Willkommen. Ich verkaufe ihm jetzt noch neue Waren, die dich interessieren könnten. Mal davon ein bisschen was. Bringt dir das geht gar nicht. Doch, hier. Wenig. Danke. Gerne. Ich hoffe, du beehrst mich bald mal. So, und dann speichere ich mal. Speichern. So, Leute, das war der erste Part. Wir spielen im nächsten Part das Spiel durch. Ich bin wie immer offen für Tipps und Tricks und wie euch das Spiel bis jetzt gefällt. Ich freue mich sehr. Wir sind jetzt im Schloss. Als nächstes nach dem Schloss, jetzt holen wir noch eine Komponente, kommt nämlich das Labor. Und da bin ich sehr gespannt. Wir werden sicherlich auch nochmal auf Wrasker treffen. Und ich finde das bis jetzt mega geil, das DLC. Ich bin sehr gespannt, was du sagst, wie es dir gefällt. Ich bin wieder mal begeistert und finde die Kämpfe richtig cool, gerade auch mit dem großen Monster. Und dann sehen wir uns im Finale und in den letzten Part. Über viele Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und ein Abo.